Air-Talisman wird von einer fremdländischen Magiersekte bewacht, die sich die Bruderschaft der Hand nennt. Die Magier leben in mehreren großen Türmen, in denen sie ihre Erd-, Luft-, Feuer- und Wasserzauber hüten. Vermutlich verstecken sie den Talisman im Erdturm. Ich fürchte aber, dass es nicht ganz einfach sein wird. Der Talisman wird bestimmt streng bewacht und ist möglicherweise auch magisch geschützt. Gott sei Dank schreiben Magier alles auf. Vielleicht stolpere ich über irgendwas, das mir weiterhilft. Ich habe einige Diener bestochen, dass sie mir eine Karte der öffentlichen Plätze besorgen. Mehr war leider nicht möglich, da nur die Magier ins Innere der Türme dürfen. Ich werde mich auf dem Innenhof vor den Eingang zum Hauptturm schleichen. Ab hier muss ich mich sputen und den Talisman so schnell wie möglich finden. Ich würde eine Auseinandersetzung mit den Magiern wohl kaum lange überleben. Wir haben mal wieder eine Mission aus der Gold-Version, die schon wieder keinen Namen hat. Aber ich werde sie jetzt einfach mal die Bruderschaft der Hand nennen, weil es passt, würde ich sagen. Manche nennen das dann auch die Türme der Magier oder Magiergilde. Aber ich finde, Bruderschaft der Hand, das passt schon ganz gut. Also, was soll man denn machen? Finden Sie heraus, wo die Magier der Bruderschaft der Hand den Erdtalisman verstecken. Stehlen Sie der Bruderschaft der Hand den Erdtalisman. Boah, Entwickler, hättet ihr das nicht oben noch mit dranhängen können? So nach dem Motto, den Erdtalisman verstecken und stehlen Sie ihn? Also das wäre irgendwie besser gewesen. In der großen Bibliothek des Hohen Rates gibt es juwelenbesetzte Augengläser. Aha, ich nenne sowas Brille, die einst einem geschätzten Mitglied des Rates gehörten. Finden Sie heraus, wohin die Magier sie gebracht haben und bringen Sie die Augengläser zurück. Regalio, der Captain der Wache von Magekeep, führt einen Kreuzzug zur Bergung des Talismans. Einer unserer Spitzel behauptet, er ist mit einem wertvollen Amulett zurückgekehrt. Der Captain ist im Moment auf einer neuen Expedition. Stehlen Sie das Medaillon von St. Barrington aus dem Quartier des Captains. Alle Welt spricht vom Reichtum der Magier. Karawanen aus ihrer Heimat im Osten bringen ständig neue Schätze. Erbeuten sie Schätze im Goldwert von 1800 Goldstücken. Ein Meisterdieb sollte auch ohne Mord auskommen. Das Abschlachten von Wachen und Magiern alarmiert nur den inneren Zirkel. Seien Sie diskret, vermeiden Sie, wenn möglich, Feindkontakt und töten Sie niemanden. Finden Sie einen Fluchtweg aus dem Lager der Bruderschaft und bringen Sie sich in Sicherheit. Boah, Leute, hättet ihr das nicht kürzer zusammenfassen können? Also man merkt richtig, dass, ja, dass es eine Mission aus der Gold-Version ist. Also ich finde, man merkt es, weil die Schrift ist erstmal ganz anders. Wenn man den Schwierigkeitsgrad ändert, dann ist die Schrift wieder normal. Dann hat man auch wesentlich weniger zu tun, aber wir spielen natürlich auf Experte. Und jetzt werden wir mal eine Runde shoppen gehen, wie immer. Und da wir ja mal wieder niemanden töten dürfen... Oh, wir haben einen Heiltrank in der Grundausrüstung. Oh, ich glaube es ja nicht. Ja, was kaufen wir denn? Also ich würde sagen, hauptsächlich Sachen, mit denen man nicht tötet. Ja, erstmal noch einen Heiltrank, bitte. Tja. Gut, jetzt klingelt mein Handy. Das ist wieder so typisch. Es ist aber nur eine SMS. Mal eben gucken, was es ist. Ah, okay. Das ist schön. Ich muss hier... Geil. Gut, ich muss hier mal gerade eben einen Schnitt machen, weil ich gerade jemanden anrufen muss. Bis gleich. So, nach einem fast zweistündigen Telefonat mit meiner besten Freundin bin ich dann auch mal wieder da. Und wir wollten ein paar Sachen kaufen. Also ich möchte Moospfeile kaufen. Wir haben 4 Stück. Das heißt, ich kaufe erstmal 6. Wasserpfeile werde ich 12 Stück kaufen. Und dann noch die beiden Blitzbomben, ja. Ja, und für die 5 unbekannte Währungen kann Garrett sich jetzt noch ein Eis kaufen. Aber Garrett, wir müssen erst was erledigen. Das Eis holst du dir dann bitte danach, okay? Ja, die Türme der Magier. Gucken wir uns erstmal die Karte an. Und... Tja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach um. Habt ihr die Ziele denn jetzt ein bisschen kompakter? Ah ja, habt ihr. Das ist ja sehr toll. Hättet ihr das nicht von Anfang an so machen können, liebe Entwickler? Das wäre irgendwie gut gewesen. Wo geht's denn dahin? Oh, zu Wachen. Zu... Hat das jetzt schon jemand gehört? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wandelt da schon jemand? Hallo? Nein, hier wandelt noch keiner. Schatten, Schatten, Schatten. Oh. Der Wind spielt mir einen Streich. Ja, der Wind. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Genau.
froh. Gib mir deinen Schlüssel. Dankeschön. Ich glaube, das ist ein Windmagier, weil er schon so vom Wind faselte. Und du kommst jetzt einfach mal durch. Du kommst in diese Ecke da. Und ich glaube, hier wandeln noch ein paar mehr Leute. Hatte ich jetzt eigentlich meinen Wecker wieder angemacht? Ja, habe ich. Dankeschön. Gut. Hallo, ich weiß, dass ihr hier wandelt. Ach, da. Bist du allein? Ich hoffe. Ah, ein anderer Schlüssel. Komm mit. Du musst hier nicht rumliegen. Du darfst zu deinem Bruder in die Ecke. Und halb in die Hecke, das ist schön. Ja, ich glaube, das hier ist der Erdtower, aber da kommen wir so nicht rein. Und ich höre noch irgendwen. Ist hier irgendwer? Ach ja, hier braucht man diese merkwürdigen Schlüssel. Genau. Die sind nämlich zu und dafür braucht man Schlüssel. Die müssen wir jetzt erstmal alle zusammenkriegen. Also ich glaube, man muss erst in den Wassertower und da kommt wer. Ach, da wandelst du. Ach, du bist ein Bogenschütze. Du gehst aber außenrum. Ja, ich versteck mich jetzt einfach mal hier irgendwo im Dunkeln. Am besten so hier. Hier wird er uns ja nicht sehen. Wo kommt denn ihr jetzt lang? Da oder da? Irgendwie höre ich gerade von da. Ups. Eine merkwürdig labernde Wache. Gut, danke. Den Schlüssel hatte ich schon, mein Freund. Aber trotzdem danke. Wo habe ich denn jetzt hier meine Magier abgelegt? Okay, dann, ja, lege ich dich einfach irgendwie hier hin. Ach, hier habe ich meine Magier hingelegt, danke. Gut, hier läuft aber noch einer. Ihr sollt alle ausgeschaltet werden. Kommt her. Wo seid ihr denn? Ich hörte dich doch. Du Bruder des Windes, ich hörte dich doch. Komme er her. Ich mag das nicht, wenn die hier noch rumlaufen. Ich will die weghaben, auf jeden Fall. Aber wo ist er? Wo ist er denn? Boah, ey, wer legt sich so einen Garten an? Aber hier ist auch nichts versteckt. Aber ich höre ihn pfeifen. Wo zum Henker bist du? Ach, wurscht. Wahrscheinlich wirst du mir jetzt auf die Nerven gehen, wenn ich durch die Tür will. Kann das sein? Wo bist du? Naja, er ist weg. Das Labyrinth hat ihn verschluckt. Gut, dann soll uns das nicht weiter stören und wir gehen einfach mal hier rein. Schatten. Gut. Okay. Ist hier in der Ecke was? Nein. Irgendwie möchte ich die Tür zumachen, damit ich höre, wenn sie wieder aufgeht. Ganz ehrlich. Wo sind wir denn jetzt? Ach, auf der Treppe. Ja, das ist schön. Ich glaube... Ich bin hier nicht alleine, glaube ich. Doch. Okay. Was haben wir hier? Beute. Gut. Hoffentlich merkt das keiner, dass die fehlt. Na. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall noch jemand sein müsste. Hallo? Leute. Wo seid ihr alle? Ja, will ich erst ganz hoch oder nicht? Ach, hier kann man rausgucken. Ja, können wir den Tower ein bisschen bewachen. Aber wir sind keine Wache. Ach, das ist, glaube ich, der Wassertower. Aber egal, wir werden uns erstmal mit der ganzen Beute beschäftigen, würde ich sagen. Mal wieder. Und mit den Augengläsern. Ach, die ist zu. Wir haben doch Schlüssel. Oh, der passt mal. Ich glaube es nicht. Die Wachen hatten mal nützliche Schlüssel. Ich hoffe, sie haben mich nicht gesehen. Wir haben doch Wasserpfeile. Ich glaube, das wäre keine schlechte Idee. Ja, das bringt ja wenigstens was, danke. Gut, jetzt sind sie mir... Die Störung ist fühlbar. Ja, die Störung ist wieder weg. Eine falsche Vision. Oh. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Du läufst, glaube ich, einmal eine große Runde, oder? Ach, von rechts höre ich auch schon wieder jemanden husten, oder kommst du von hinten? Ich glaube von rechts.
Tretet hervor und lasst euch erkennen. Nein. Da ist doch wer. Ja, hier ist wer. Komm gucken. Komm gucken. Nicht da hinten. Ich bin hier. Glaubt nur nicht, ihr könnt euch lange verbergen. Ja, gute Idee. Gott. Ich versteck mich hinter der Tür. Oh Gott, das gibt nichts. Das gibt auf jeden Fall nichts. Oh. Hallo, Schwert. Nichts mehr. Ja, hallo? So haben wir jetzt aber nicht gewettet, liebe Wache. Also, das finde ich jetzt aber nicht nett. Gott, hier laufen mir ein paar zu viele rum, ganz ehrlich. Oh Gott. Ja, ich müsste theoretisch... Schutz vor den Winden. Fühle das Wasser. Sehe die weite Erde und verbrenne im ewigen Feuer. Ja, verbrenne im ewigen Feuer, dann mach das mal. Ne, ich muss das hoffentlich nicht im ewigen Feuer verbrennen. Och, jetzt guckt er auch noch genau hier hin. Und du? Kommst du hier rein? Komm hier rein. Komm. Na. Ja, da hat sich jemand auf anderem Boden bewegt. Nichts mehr zu sehen. Oh Gott, ich trau mich ja gar nicht. Oh, dreh dich. Bitte. Hier läuft noch irgendwo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hatte jemanden nur auf Holz laufen hören und irgendwie war mir klar, dass du hinter mir stehst. Die anderen sind alle oben im Licht und haben Spaß und ich bin der Einzige, der unten im Dunkeln ist und hat noch nichts mehr zu essen. Oh Gott. Ja, du hast nichts zu essen, das tut mir leid. Ich kann dir nur eine... Macht da jemand Lärm? Ja. Ganz viel Lärm. Ich wollte dir gerade netterweise eine Keule anbieten, also eine Prügelkeule, aber gut, du hast sie jetzt so oder so bekommen. Boah, ey. Das ist aber fies, dass die sogar schon sich einfach da mal hinter mich stellen. Das ist echt fies. Aber Wache. Oh, du drehst dich gerade. Nein. Nein, hier ist keiner. Oh Gott. Oh no, der kommt jetzt natürlich auch noch genau hier hin. Ah, gut. Das ist gut. Komm her. Schlüssel weg. Komm her. Puh. Oh mein Gott, das war jetzt aber auch mehr als gefährlich. Wo ist unser Magierfreund? Der sieht den. Hm, ich warte erstmal. Ich warte erstmal. Weil ich glaube, da steht auch noch jemand. Das heißt, ich sollte unseren Magierfreund hier hinten irgendwie kriegen. Ja, lieber Windmagier. Eine Störung ist fühlbar. Was? Störung? Der Wind spielt mir einen Streich. Ja, ich bin vom, Ich wollte doch gerade den Windmagier knüppeln, Wache. Du hast mir das jetzt versaut. Das finde ich jetzt nicht nett. Na, dann muss ich mir erst die Wache schnappen. Ich muss mir erst die Wache schnappen, danke. Gut. Alles ruhig. Ja. Ja. Kollege, ich würde mir Sorgen machen. Hier, dein Kumpel beleidigt dich als Ratte. Was ist das? Das ist gar nichts. Gar nichts. Nö. Nichts mehr zu sehen. Ja, hier war auch nie was. Hey. Danke. Komm her. Gott, der Magier müsste den doch hier gleich sehen, oder beide. Ein Mysterium zeigt sich. Ja, ein Mysterium, genau. Mysteriös, dass sich hier die Wachen einfach mal so stapeln. Alles ist ruhig. Sind beide urplötzlich müde geworden. Boah, die labern aber auch immer dasselbe. Kehr zurück. Aber die sind auch so bisschen, so ein ganz kleines bisschen fanatisch, also... Ein Mysterium zeigt sich. Ja, doch, ist doch gut, du mit deinem Mysterium hier. Da hast du dein Mysterium. Ich hoffe, es gefällt dir. Meine Güte. Ja, du kommst auch noch gerade da drauf und dann... ist der Part erstmal zu Ende. Ja, ist klar, dass du natürlich ganz nach unten rutschen musstest. Das ist so klar.